Eigentlich bräuchten wir gar nicht zu reden heute, sondern könnten einfach nur grinsen, ne? Freundlich gucken und uns freuen. Hallo und herzlich willkommen zum Legenden-Talk mit Rüdiger Bramczyk und Klaus Fischer und endlich mal wieder einem Sieg, über den wir heute reden können, gegen Mainz 05, das 1:0. Klaus, bis zum Ende, ne? Mussten wir ein bisschen zittern? Ja, leider mussten wir zittern. Wir hatten Möglichkeiten genug, um das entscheidende Tor zu machen, dass nichts mehr passiert. Aber es ist uns nicht gelungen, deswegen mussten wir zittern bis zum Schluss. Und wie oft ist das in solchen Spielen, dass der Gegner, der hatte eigentlich praktisch gar keine Torschance. Ich kann mich auch keinen erinnern. Dann zum Schluss nur vielleicht ein glückliches Tor macht. Und dann stehst du wieder da mit höchstens einem Punkt. Aber Gott sei Dank, es ist gut gegangen. Wir haben 3 Punkte, waren ganz 3 wichtige Punkte. Weil auf das Programm, was kommt, wir noch zu sprechen kommen. Ja, Abi. Ja, ich. Körperlich, ne? Schwerstarbeit, auch beim Zugucken. Ja, aber das ist ja das, was wir die ganze Zeit immer auch schon besprochen haben, wir drei. Es geht einfach darum, dass man die Ärmel hochkrempelt. Und das haben die letzten 2 Spiele gemacht, die Jungs. Das hat der Trainer auch gut hingekriegt, das muss man wirklich sagen. Also ich habe da jetzt auch keinen gesehen, der irgendwie abgefallen ist in der Truppe, sondern die standen als Mannschaft da. Und das ist das Wichtigste, wenn man keine spielerisch gute Mannschaft hat, dann muss man eine kämpferische gute Mannschaft haben und dann muss man da alles reinschmeißen. Und über den Kampf kommt das Glück zurück und dann ist irgendwann, so wie gestern Abend, gewinnst du auch einmal ein Spiel, ja, wo natürlich auch nicht ganz so einfach war. Wir haben noch 1-2 Chancen gehabt, die wir ausnutzen hätten müssen eigentlich. Aber ich habe gesagt, so ein dreckiges 1-0 ist mir 1000-mal lieber, also ein 4-0, bei so einem 4-0 ist es wieder schon so, naja, haben wir ja wieder gewonnen, jetzt läuft alles von alleine. Aber da, bei so einem 1-0 kann man sagen, Jungs, das haben wir erkämpft und nur so geht's. Ja, ein Fight war das, ne? Der war unfassbar, wie die sich reingehauen haben. In Laola gestern schon gesagt, dass wenn man qualitativ nicht so die tolle Mannschaft hat, dass man in der Bundesliga mit oben mitspielen kann, dann muss man als Mannschaft auftreten. Als Mannschaft diese Siege erringen. Und das haben sie gestern getan. Ja, da war keiner dabei, der abgefallen ist. Und von daher ja, muss das so weitergehen. Aber das hat sich schon ein bisschen, was Abi sagt, angedeutet in Bremen, wo wir unglücklich eigentlich verloren haben. Ja, und jetzt haben wir die 3 Punkte, aber es geht weiter. Und wie weiter? Ja, aber lass uns noch ein bisschen bei gestern bleiben, ne, wenn wir schon mal wieder über einen Dreier reden können. Also super Kampf, haben wir schon gesagt. Fans haben auch sensationell mitgemacht, ne, von Anfang bis Ende. Die ganze Arena gestanden dauernd und gemeinsam gezeigt, wie wir das Ding hier wuppen wollen. Deshalb ist noch wichtiger, dass das auch funktioniert hat. Ne? Wenn da noch irgendwie so ein abgefälschtes Scheißding in der 90 yeah. plus 5 reinfällt hinten, dann gehen die Köpfe so runter. Also das hat alles wunderbar geklappt, aber es ist auch eine andere Ordnung drin. Ne? Die spielen ja auch anders nach vorne, auch mit mehr Dampf, wenn sie den Ball haben, ab nach vorne. Ja, die haben, das, was wir eigentlich, wir haben uns sonst immer so ein bisschen ergeben. Wir sind zurückgegangen und haben die anderen spielen lassen, was ich ja auch gesagt habe, finde ich persönlich falsch. Das haben sie aber auch schon in Bremen sehr gut gemacht, auch wieder angegriffen. Davor, das beste Spiel war für mich also immer noch, wo ich mich am besten daran erinnern kann, das war in Hertha. Da haben sie angefangen. Und das ist jetzt so ein bisschen weiter. Jetzt kommt Reiß hin und der hat das auch noch ein bisschen verfeinert. Und nur so kannst du zu Hause auch spielen. Du musst auch ein bisschen Risiko eingehen. Wenn du kein Risiko eingehst zu Hause und nur hinten drin stehst und hoffst vielleicht, dass du mal ein Tor machst, funktioniert nicht. Die Jungs sind gut. Ich fand auch Kral super. Der ist gelaufen, wie früher mein Freund Aki Lütke Bohmert. Der ist ja genauso gerannt und das fand ich geil. Der ist gelaufen, der Junge, der hat, da sieht so richtig, dass der, ja, der will. Und das ist wichtig in so einer Mannschaft. Du brauchst auch so ein paar Experten dabei, die ganze Mannschaft mitreißen. Und das ist das Wichtigste. Und das war gestern wieder so mit 2, 3 Leuten, wo wir gesagt haben, naja, kannst du doch, die können's ja. Ja, der Wille war da und der Mut. Der Mut, weil wir immer gesagt haben, wenn du nicht mutig auch nach vorne spielst, wie willst du denn Spiele gewinnen? Das haben sie gestern getan, weil sie haben noch ein paar Chancen gehabt, sie hätten noch 2, 3 Tore mehr machen können. Und von daher muss man hochzufrieden sein, ganz klar. Die werden das da auch besprochen haben heute.
und ja, in Zukunft eben auf diesem Niveau weiterzuspielen, egal welcher Gegner es ist. Du darfst vor keinem Gegner Angst haben. Aber natürlich, dass du nicht große Fehler machst, das habe ich gestern auch gesagt. Große Fehler darfst du auf gar keinen Fall machen. Und das haben wir gestern, konnte man das nicht sehen. Und von daher, dann gewinnst du auch. Und da sind wir natürlich bei Matrigiani und Yoshida, ne, einem Innenverteidigerpaar, das niemand so auf der Rechnung hatte und das sich jetzt immer auch mehr gesteigert hat, ne, und gestern auch wirklich ja, fast jeden Zweikampf gewonnen hat. Ja, in der Luft war Yoshida eine Macht, da kann man sehen, der hat fast jeden Kopfball gekriegt und sie waren in den Zweikämpfen drin und da haben die Zweikämpfe gewonnen. Es ist entscheidend, dass du Zweikämpfe gewinnst und das haben sie getan und ja, dann geht es eben weiter. Ja, also. Und Henning müssen wir auch mal loben, ne? Den haben viele auf dem Kicker gehabt am Anfang, als er als Regionalligaspieler natürlich eine Zeit gebraucht hat, um klarzukommen in der Bundesliga. Und jetzt fuchst er sich da rein wie Weiland, ne? Wenn du gerade Aki Lütke Bohmert und Alex Kral ne? Die Parallelen siehst, wie Yves Eigenrauch und Henning Matrigiani. Ne? Das ja, ist auch so eine. Ich glaube, der Trainer wird ihm schon einige Dinge gesagt haben, was er zu tun hat. Weil ohne dem geht's nicht. Wenn du in der Abwehr spielst und gewinnst gegen die Stürmer keine Zweikämpfe, hallo, das siehst du immer alt aus. Das war gestern nicht der Fall und deswegen, ja. Ja, ich fand auch, also allgemein nicht nur die Abwehr sehr gut, ich fand auch das Mittelfeld sehr gut. Mhm. Viel gelaufen, ja. Viel gearbeitet, viele Zweikämpfe aufgenommen und haben sich auch durchgesetzt bei vielen Sachen. Das muss man einfach auch sagen. Und das war gestern richtig gut und deswegen bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt hier gegen Bayern. Weil das sind alles auch so kleine Künstler da und Klaus war ja auch ein Künstler gewesen. Ja. Und deswegen glaube ich, da muss man ein wenig rangehen und ein wenig härter rangehen. Dann könnte man eventuell hier auch noch was reißen. Jetzt hat er das böse Wort gesagt. Olaf hatte mir gesagt, Schalke gewinnt. Ja, da höre ich nicht hin, wenn Olaf das sagt. Weil er nicht oft recht hatte, was er gesagt hat, was das Ergebnis ja anbelangt. Ja. Und wenn man Bayern München, ja, wie viele Tore die in diesen Spielen schon gemacht haben und auch letzte... 47 in der Bundesliga in 14 Spielen, ja. Ja. Dazu 10 in 2 Pokalspielen, ja. 18 in 6 Champions-League-Spielen, ja. Macht zusammen 75 Buden. Und wenn du jetzt noch das Supercup-Finale gegen Leipzig dazu nimmst, bist du bei 80. Ja, muss ich vorstellen. Bis Mitte aber November. Es ist ganz klar, sie haben unheimlich schnelle Leute, die dürfen nicht ins Laufen kommen. Weil dann hast du keine Chance. Weil die laufen an dir so vorbei mit ihrer Schnelligkeit, egal wer das ist. Und die haben eine super Truppe und deswegen musst du musst sowas von kompakt stehen und in die Zweikämpfe mutig reingehen, wie noch nie in dieser Saison. Also ich bin der Meinung, dass man, wenn man gegen Bayern spielt, die Schlüsselposition Mann gegen Mann spielen lassen sollte. Ja, der hat ja so viele Schlüsselpositionen. Gerade im Mittelfeld, da müsste man vielleicht mal überlegen, dass man den einen oder anderen verhaftet und einfach sagt, du spielst gegen den, egal was passiert, das ist dein Mann. Ich höre dich vielleicht wieder doof an, ja, aber das ist, glaube ich, gegen solche Leute, die das gar nicht gewohnt sind eigentlich, die immer Freiraum ein bisschen haben und wenn du da dran bist und dem noch so ein bisschen was ins Ohr flüsterst, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere bei Bayern auch sagt, naja gut, ich soll mich hier noch verletzen oder... Ja, der hängt mir nur hinten dran und so. Ja, aber die haben ja so viele. Wenn es nur 2 wären oder 3, aber die haben ja so viele. Wenn du denn die Offensivleute da durchgehst, wer ist da nicht in der Lage, wer? Du musst auf jeden Fall mitspielen, Klaus, ja, auch, mitspielen, ja. sonst hast du keine Chance. Wenn du hinten stehst und abwartest, ja. Du musst gucken, dass du die ganz nah, also nicht weit weg vom Gegner, nah dran, dass die dich spüren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was sie also auch gestern gemacht haben. Ja, die waren immer nah dran im Mittelfeld, haben immer Druck gemacht, sofort auf den Ball. Und das fand ich gut. Ja, und da waren die Mainzer so durcheinander, ja, dass der Heidel gesagt hat, ich lasse die 3 Punkte hier. Ja. aber du musst kompakt stehen. Du darfst denen keinen Raum lassen. Ey, du darfst ihnen nicht die Tiefe geben. Das zeigt aber schon wieder, dann sitzt du ziemlich weit hinten drin. Ja, ja. Dann kommst du selbst nicht mehr nach vorne, willst den Ball dauernd wieder verlieren und dann ist der Druck so groß. Aber das ist nur gegen Bayern so. Gegen keine andere Mannschaft
Nur gegen Bayern ist es so. Ja, ich glaube auch, die beiden Sechser vor der Abwehr, die müssen da richtig dazwischen hauen. Also das sonst hast du wenig Chancen, weil wenn du da nicht aufpasst und an denen vorbei bist, dann kriegen wir schon ein bisschen Schwierigkeiten, glaube ich. Ja, ich meine, selbst wenn du sagst, Kimmich und Goretzka irgendwie neutralisieren, dass die Vorlagen nicht geben können, ja, dann kommen die eben über Musiala, Gnabry, Sané, wen auch immer. Ne? Das da kannst du aufzählen, da kommen 7, 8 Mann in Frage. Das ist das Problem. Und das Problem, schau dir doch an, gegen Eintracht Frankfurt, gegen Leverkusen, auch gegen Werder Bremen. Die haben gar nicht so schlecht gespielt, bei mir haben wir 6 Stücke gekriegt und einen Elfmeter haben die auch noch verschossen. Also Bayern ist eine Ausnahme, aber alles andere, da bin ich auch Abis Meinung, wenn man kompakt steht und Mut hat, dann kannst du gegen jeden bestehen, aber musst viel Aufarbeit musst du verrichten, viel in die Zweikämpfe gehen, Zweikämpfe gewinnen, egal wo. Wenn wir denn mal so ein bisschen Hoffnung schüren wollen, dann können wir sagen, die Bayern kriegen immer einen rein, ne? Trotz ihrer oder vielleicht wegen ihrer Superoffensive kriegen sie in jedem Spiel 1 bis 2 rein. Da müssen sie natürlich auch dranbleiben und darauf vertrauen. Und Thomas Reis hat sie mit dem VfL Bochum letztes Jahr, ne, im Heimspiel 4-2 geschlagen. Ja. Das war natürlich die Ausnahme, der Tag im Jahr, wo das passieren konnte, ne? Ja, aber warum sollen wir die nicht auch mal schlagen? Vielleicht gehen wir gleich in eine Kapelle hier unten und machen eine Kerze an. Ja, genau. Ich mache am besten 2 an. Also ich hätte nichts dagegen, gar keine Frage. Oder wir machen sofort 3 an für die nächsten 3 Spiele. Ja. Ja, da reden wir vielleicht dann am Montag nach dem Bayern-Spiel drüber, wie es weitergeht nach der langen Pause. Erstmal habe ich natürlich ein bisschen in die Statistik geguckt, ne? Wieder ihr beiden mit Bayern München so, ne? Und da denkt natürlich jeder, und ich hatte gerade noch einen Kollegen am Telefon, der sofort sagte, ach, Abramczyk, Fischer, da weiß ich noch wie heute, als sie 7-0 in München gewonnen haben, ich war auf dem Garagenhof und habe immer den Ball vor die Wand gepölt und hatte da ein Radio und habe das immer gehört und, ne, und also war völlig hin und weg und erzählte von einem großen Poster, Klaus Fischer, Tor des Jahrtausends an der Wand und all das Zeug. Und dann dieses 7-0, das fällt natürlich jedem ein. Ne? Sagen wir eben, nur um die Torschützen zu nennen, 4-mal der Klaus, immer schön die Ungeraden, ne? 1, 3, 5, 7. Und dazwischen durftet ihr auffüllen. Ne? Erwin, Manidubski und du. Ja. Ne? So, also dieses 7-0, ich fände immer die lustigste Anekdote davon ist, dass direkt danach die Mannschaft nicht komplett nach Hause gereist ist, sondern es gab schon einen Flieger, in dem war wer drin? Franz Beckenbauer, Erwin und ich. Genau, weil ihr nämlich nach Essen seid, zu der Sportmesse. Hat man nur den Auftritt, die war Saudi. Das heißt, du hast den Franz 4 Stück reingetan, insgesamt 7, die höchste Niederlage bis heute aller Zeiten. Und dann musste der zu euch in den Flieger. Aber Franz, wie ist der so? Der Franz ist immer ein fairer Sportsmann gewesen und ist immer noch, der hat die Leistung von uns anerkannt und hat auch gratuliert. Und das zeigt Größe, wenn man das macht, was er getan hat. Und das ist ein Tag gewesen, da lief alles bei uns. Und bei denen lief eben nichts. Und wir waren nicht so, dass wir noch 2-3-0, oh Gott, jetzt verteidigen. Nein, wir haben weiter nach vorne gespielt. Ja? Und das war unsere Mannschaft damals. Und deswegen kam das zustande, ein 7-0 in München wird es nie mehr geben. Nee, also schon erst recht nicht nach den Zeit, wo ich wirtschaftlichen Bedingungen, die wir jetzt haben, ne? Nee. Wo das alles nicht mehr derselbe Wettbewerb ist. Du hast auch ein Tor geschossen bei der allerersten Heimniederlage von Bayern im Olympiastadion, wenn du dich erinnerst. Ich? Guck mal. War an einem historischen Ding beteiligt, erinnert dich nicht mehr. Dein Freund Aki hat das zweite gemacht, haben wir da 2-0 gewonnen, 2 Jahre vorher. Und das war die erste Niederlage von Bayern im Olympiastadion. Ja, und da kann mich nur gut erinnern. Und da hatten wir am nächsten Tag ein Spiel in Switzerland, praktisch so ein Ablösespiel für mich. Und, da kann ich mich nur daran erinnern. Viel Spaß an abends. Ich wurde verletzt. Schwarzenbeck hat mir hinten voll in die Wade reingehauen. Und ich konnte kaum nur gehen. Wenn Ibiza Horvath das sieht, der kann ja am nächsten Tag gar nicht spielen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. In der Badewanne immer Kaltwasser, Warmwasser. Kaltwasser, die ganze Nacht. Und dann habe ich gespielt 75 Minuten. Und dann kam ein Charlie Neumann,
sein Sohn kommt für mich rein in den letzten 15 Minuten, ja. Und das heißt schlimm. Schon mal, da hat der Charlie lange für bezahlt, um den Peter einzusetzen. Ja. Hat der Ivica einem Gefallen getan. Ja, ich denke, ja. Familie Neumann. Ja, hat, genau. Hat da hat er, glaube ich, 3 Jahre umsonst gegessen. Ivica, aber beim Charlie. Ja, das finde ich ja lustig, dass du dich nicht mehr erinnerst. An dieses historische Ding. An dem Spiel kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Ja. Aber das Freundschaftsspiel am Tag danach. Ja, das war, ja, daran kann ich mich erinnern. Ja, weil irgendwie war doch noch hier, da hieß du doch, das war eine ehemalige Freundin von dir da, ne? Nee, da war. Ja, kein... ja, doch, da haben die doch alle gesagt, das wäre eine Freundin, die gekellnert hat. Und da haben wir gesagt, ah, oh, mal Klaus, das gibt's doch gar nicht. Ja. Genau. Da haben wir so ein bisschen, ne? Flachs gemacht da. Also war ganz gut da ins Spiel. Er war ja locker gewesen. Ne? Ja, die haben euch da eh nicht verstanden. Ja, ne? Ja, und ihr versteht uns schon. Ich habe Dolmetscher. Ja. Ja, man merkt, die Stimmung ist deutlich besser als in den letzten Wochen und fast Monaten. Ne? Ja, was sonst Sieg nicht ausmacht. Auf jeden Fall, Siege ist immer am besten. Ja? Und vor allen Dingen darfst du ja nicht vergessen, die anderen haben auch alle gewonnen. Bochum gewinnt, ja. Hertha, jetzt weiß ich, jetzt hat Hertha unentschieden. Hertha hat in Stuttgart verloren. Ja, 90 ja, genau, plus 8. Genau. Ich habe mich schon gefreut. Schön unentschieden, die beiden. Ne? Nehmen sich gegenseitig die Punkte weg. Ja, und deswegen sage ich, also, das ist alles. Guck mal, wir haben 9, Bochum hat 10, Hertha hat 11. Dann kommt, glaube ich, der nächste mit 14. Genau, Stuttgart bei 14. Ja, ja. Also, so weit sind die alle noch nicht weg, zum Glück. Also gestern war ganz, ganz wichtig zu gewinnen, ganz wichtig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich deswegen auch gefreut, weil der Heidel auch mal hier 3 Punkte gelassen hat. Der hat ja auch viel Scheiße hier hinterlassen bei uns im Club. Das muss man einfach auch mal so sagen. Und das fand ich geil gestern. Ich bin nach Hause richtig, habe mir noch ein Bier getrunken zu Hause, habe gesagt, Mensch, richtig schöner Tag. Also das war richtig gut. Und vor allen Dingen, wenn man sowas sieht, dass jeder für jeden rennt, weißt du, das finde ich gut. Und da habe ich ja immer gesagt, nur so kannst du Spiele gewinnen. Das machen die Bochumer auch, das ist jetzt auch keine überragende Truppe. Aber die gewinnen ihre Heimspiele und dann auch gegen Gladbach, muss man sich mal vorstellen. Ja, das hat der Trainer mit VfL Bochum verwirklicht, er hat das gezeigt, wie es geht. Und das kann man auf uns oder auf die Situation, wie bei uns ist, genauso übertragen. Gar keine Frage. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass er auf dem Weg weiter erfolgreich ist. Jetzt gegen die Bayern, naja, haben wir gesagt, wird es ein klein bisschen schwerer. Andere Leute nennen es das leichteste Spiel der Saison. Ne? Hast nichts zu verlieren. Alles unter 6 ist schon unterm Durchschnitt so ungefähr. Und wir gucken und reden drüber am nächsten Montag. Vielen Dank, genau. Klaus, bitte. Abi. Glück auf, bis dahin und lasst uns noch ein bisschen träumen von dem Sieg gestern und vielleicht hat die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja.